Hallo und herzlich willkommen zu AHS at Home. Mein Name ist Rebecca. Ich bin Übungsleiterin beim Allgemeinen Hochschulsport der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Wir werden heute gemeinsam eine Pilates-Einheit durchführen. Zieht euch dafür bitte bequeme Kleidung an, sowie Socken mit rutschfestem Untergrund oder nehmt an der Übung barfuß teil. Des Weiteren benötigen wir eine Matte, auf der ihr die Übungen durchführt und gegebenenfalls ein Handtuch. Bitte nehmt ausschließlich dann teil, wenn ihr euch gesund und fit fühlt. Ansonsten kann's losgehen, ich freue mich darauf. Alle Übungen im Pilates-Training beginnen mit der Aktivierung des Powerhouse, das um den Bauchnabel herum in unserer Körpermitte liegt. Wie aktiviere ich das Powerhouse? Das Powerhouse aktiviere ich, indem ich den Bauchnabel in Richtung Wirbelsäule und den Beckenboden nach oben ziehe. Von dieser stabilen und aktiven Körpermitte beginnen sämtliche Übungen im Pilates-Training. Des Weiteren atmen wir in unseren Brustkorb hinein. Wir legen mal unsere Hände auf den Brustkorb und leiten die Atmung in den Brustkorb hinein. Wir atmen durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Gerne könnt ihr dabei eure Augen schließen. Das Powerhouse ist weiterhin angespannt. Ihr merkt, dadurch, dass ihr eine stabile Körpermitte habt, kann die Atmung nicht wie sonst im Alltag in den Bauch hineinfließen, sondern muss in den Brustkorb geatmet werden. Das sind die beiden zentralen Elemente des Pilates-Trainings. Zum einen die Aktivierung des Powerhouses, zum anderen die Brustkorbatmung. Wir beginnen mit unserer Aufwärmphase. Und zwar stellen wir uns dafür neben die Matte, achten wie gesagt darauf, dass wir genügend Platz um uns herum haben. Und wir beginnen damit, dass wir auf der Stelle laufen, die Knie schön mit nach oben nehmen und unsere Schultern nach hinten kreisen. Wir atmen gleichmäßig ein und aus. Der Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule. Wir stehen schön gerade und aufrecht. Die Knie kommen weit nach oben und die Schultern kreisen nach hinten. Wir nehmen die Arme etwas weiter mit nach oben. Noch weiter. Wir öffnen den Brustkorb, macht euch schön groß. Atmet gleichmäßig ein und aus. Und die Knie kommen schön weit mit nach oben. Und wir nehmen die Hände wieder eine Etage tiefer. Anschließend wieder nur die Schultern kreisen. Die Knie dabei weit mit nach oben nehmen. Und dann lassen wir die Arme schön locker. Prima. Wir stellen uns hüftbreit auf den Boden. Knie locker. Becken leicht nach vorne gekippt. Oberkörper aufrecht, Brust raus, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Und wir beginnen mit Achterbewegungen in unserem Becken. Malt mit eurem Becken eine 8 nach. Dafür müssen wir unser Becken immer etwas nach vorne und nach hinten kippen, um diese 8 schön nachzuzeichnen. Malt eine schöne große 8 nach mit eurem Becken. Und dann werden wir etwas kleiner in der Bewegung. Die 8 wird immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Während wir trotzdem schön aufrecht stehen, Brust raus, Kopf schön gerade in Blickrichtung nach vorne. Und wir machen nur noch ganz kleine Mini-Bewegungen mit der Hüfte. Ganz kleine Mini-Bewegungen. Und dann wechseln wir die Bewegungsrichtung. Macht die kleinen Mini-Bewegungen in die andere Richtung. Und auch hier werden wir wieder größer in der Bewegung, kommen von unseren kleinen Mini-Bewegungen langsam, aber sicher
Wieder zu den großen Achterbewegungen. Langsam größer werden. Und dann machen wir wieder die ganz großen Achterbewegungen in der Hüfte. Bleibt locker in den Knien. Und schreibt dann mit eurer Hüfte, mit eurem Becken eine 8. Okay, wir schütteln Arme und Beine noch einmal aus. Wir bleiben aufrecht stehen, Knie ist leicht gebeugt. Wir heben das rechte Bein im rechten Winkel nach vorne. Die Arme könnt ihr entweder hängen lassen oder auf dem Becken aufstützen. Und wir beginnen damit, den Unterschenkel zu kreisen. Kreisbewegungen im Fußgelenk zu machen. Die Fußspitze zeigt dabei nach unten. Wem das zu wackelig ist, der kann sich gerne festhalten. An einer Wand oder an einem Gegenstand, der in der Nähe ist, kann er sich gerne festhalten. Zum Beispiel auch an einer Stuhllehne. Und wir kreisen mit dem Unterschenkel. Wir halten das Bein und heben und senken die Fußsohle. Die Fußsohle zeigt einmal nach unten und einmal nach oben. Schön weit den Fuß in die Beugung und in die Streckung bewegen. Und dabei soll das Bein nicht nach unten fallen. Das Bein bleibt im rechten Winkel. Und aus dieser Position bewegen wir das Bein nochmal nach rechts und schreiben hier Kreisbewegungen mit dem Bein. Die Fußspitze zeigt dabei nach unten. Wir atmen gleichmäßig ein und aus. Halten den Oberkörper gerade. Stellt euch vor, ihr steht zwischen einer Scheibe. Ihr kippt nicht nach vorne oder nach hinten. Schön aufrecht und wir machen die Übung noch 3 Sekunden lang, noch 2, noch eine und wir lösen. Wir schütteln das Bein aus und merken auch, dass es für das Standbein gar nicht so unanstrengend ist. Dennoch wechseln wir jetzt die Seite. Rechtes Bein wird zum Standbein, locker im Knie, weiterhin schön aufrecht. Wir nehmen das linke Bein angewinkelt nach vorne und beginnen auch hier mit Kreisbewegungen im Unterschenkel. Wir atmen gleichmäßig ein und aus. Die Fußspitze zeigt wieder nach unten. Der Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Und wir halten das Bein an. Und ziehen wieder den Fuß nach oben und nach unten. Okay, und auch hier bewegen wir das Bein wieder zur Seite und machen Kreisbewegungen mit dem gestreckten Bein. Fußspitze nach unten zeigen, Oberkörper schön gerade. Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule und wir atmen gleichmäßig ein und aus. Wir halten die Übung noch 3 Sekunden. 2, noch eine und wir lösen. Wir schütteln Arme und Beine kräftig aus und ich hoffe, dass ihr nun ausreichend aufgewärmt seid für den folgenden Hauptteil. Für den Hauptteil achtet ihr bitte darauf, dass ihr um euch herum genügend Platz habt, um auch teilweise ausladende Bewegungen einwandfrei durchführen zu können. Die erste Übung sieht so aus, dass wir uns an das Ende der Matte bzw. an das Ende unseres Handtuchs stellen. Wir spannen unser Powerhouse an, ziehen den Bauchnabel in Richtung Wirbelsäule und den Beckenboden nach oben. Blick ist zunächst nach vorne gerichtet. Wir legen unser Kinn auf den Brustkorb und rollen nun von der Hals über die Brust zur Lendenwirbelsäule nach unten ab, bis wir bestenfalls mit den Händen auf den Boden kommen. Wir verharren in dieser Position, die Knie sind gestreckt. Ihr merkt eine schöne Dehnung in der Oberschenkelrückseite. Wir bleiben 2-3 Sekunden in dieser Position
und rollen uns dann von der Lendenwirbelsäule über die Brust zur Halswirbelsäule auf. Oben angekommen, versuchen wir 1-2 cm nach oben zu wachsen. Der Rücken ist schön gerade, der Blick nach gerade ausgerichtet und wir wiederholen die Übung 3 weitere Male. Wir legen unser Kinn auf den Brustkorb, rollen von der Hals über die Brust zur Lendenwirbelsäule nach unten ab. Die Knie sind schön gestreckt. Wir erreichen bestenfalls mit den Fingern den Boden. Halten die Dehnung für 2-3 Sekunden und rollen uns dann von der Lenden über die Brust zur Halswirbelsäule wieder auf. Oben angekommen, strecken wir uns. Kontrollieren nochmal unser Powerhouse. Bauchnabel in Richtung Wirbelsäule, Beckenboden nach oben ziehen und dann führen wir die Übung erneut aus. Schön Wirbel für Wirbel von der Hals über die Brust zur Lendenwirbelsäule abrollen. Die Dehnung der Oberschenkelrückseite spüren, 2-3 Sekunden verharren. Und dann rollen wir uns wieder nach oben auf. Hier wachsen wir wieder 1-2 cm weiter nach oben, stehen schön gerade. Kontrollieren noch einmal unser Powerhouse und leiten dann wieder die Kehrbewegung ein. Brust und Kinn nähern sich an. Wir rollen uns nach unten auf, halten hier unten, halten uns hier unten, dehnen noch 2-3 Sekunden und wandern dann mit den Händen auf die Matte bzw. auf unser Handtuch. Die nächste Übung wird im Vierfüßlerstand durchgeführt. Achtet dabei bitte darauf, dass euer Rücken schön gerade ist. Knie und Hüften stehen übereinander, genauso wie Hand- und Schultergelenk. Die nächste Übung nennt sich Push-Up und die spricht unseren Trizeps, das heißt den Oberarmstrecker an. Bei dieser Übung ist es wichtig, dass ihr die Nasenspitze gleich vor den Fingerspitzen aufsetzt. Das heißt, die Bewegung geht nach vorne. Die Bewegung geht nicht nach hinten. Das ist ganz wichtig bei dieser Übung. Okay, wir aktivieren unser Powerhouse. Bauchnabel in Richtung Wirbelsäule, den Beckenboden nach oben ziehen. Der Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule, das heißt, der Blick nach unten gerichtet. Wir atmen einmal tief ein und aus. Und mit dem nächsten Ausatmen drehen wir unsere Ellenbogen nach hinten, sodass die Ellenbogen in Richtung Oberschenkel zeigen und gehen mit der Nasenspitze nach unten vor unsere Fingerspitzen. Mit dem Ausatmen gehen wir runter, mit dem Einatmen gehen wir wieder hoch. Achtet darauf, dass eure Fußspitzen auf der Matte bleiben und nicht mit nach oben gehen. Powerhouse anspannen. Mit dem Ausatmen gehen wir runter und mit dem Einatmen wieder nach oben. Wir machen fließende Bewegungen. Und verlagern unser Gewicht schön auf den Oberkörper. Mit dem Ausatmen gehen wir runter, mit dem Einatmen wieder hoch. Wir machen die Übung noch zweimal. Und schütteln unsere Arme aus. Powerhouse dürft ihr jetzt wieder lösen. Arme kurz ausschütteln. Und dann wandern wir für unsere nächste Übung in die Bauchlage. Wir legen uns auf den Bauch, die Arme seitlich neben den Oberkörper. Die Handflächen zeigen nach oben. Der Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule, das heißt der Blick ist nach unten gerichtet. In dieser Position spannen wir zunächst unser Powerhouse an. Ihr merkt, dass der Bauchnabel von der Matte weggeht, dass der Bauchnabel nach oben geht. Der Beckenboden wird ebenfalls angespannt. Mit dem Ausatmen heben wir nun die Beine und den Oberkörper an. Mit dem Einatmen gehen wir wieder nach unten. Mit dem Ausatmen heben wir den Oberkörper und die Beine an. Mit dem Einatmen gehen wir wieder nach unten.
Bauhaus ist dabei immer angespannt und zieht euch mit den Händen schön in Richtung Füße. Je weiter ihr den Oberkörper abhebt, desto intensiver wird die Übung. Powerhouse aktivieren. Wir gehen mit dem Ausatmen hoch und mit dem Einatmen wieder runter. Die Füße könnt ihr schön spitz machen. Und spürt schön in eure Rückenmuskulatur rein. Vor allen Dingen der Lendenwirbelbereich wird jetzt angesprochen. Wir machen die Übung noch dreimal. Spannen unser Powerhouse nochmal nach. Für die letzten zwei Wiederholungen. Und ein letztes Mal noch. Hervorragend. Wir entspannen das Powerhouse und nehmen die Arme kurz nach vorne. Wir atmen einmal tief ein und wieder aus. Für die nächste Übung bleiben wir auch nochmal auf dem Bauch liegen. Wir nehmen dafür die Arme nach oben. Eine etwas schwierigere Übung als die, die wir eben gemacht haben. Wir nehmen Arme und Beine nach oben. Dadurch verlängert sich der Hebel. Dadurch haben wir nochmal eine größere Spannung auf der Rückenmuskulatur. Wir bereiten uns vor, atmen einmal tief ein und aus. Dabei spannen wir unser Powerhouse an. Wir atmen bei der nächsten Übung gleichmäßig ein und aus, nehmen Arme nach oben und die Beine und machen kleine Schwimmbewegungen mit den Armen und den Beinen. Ihr atmet gleichmäßig ein und aus. Je weiter ihr hochkommt mit den Armen und den Beinen, desto intensiver ist die Übung. Wir versuchen uns, während wir die Übung machen, weiter in die Länge zu strecken. Die Arme wachsen aus den Schultergelenken hinaus und auch die Beine werden länger. Wir halten noch 3 Sekunden. Und legen dann wieder ab. Kurze Entspannung, Powerhouse lösen. Wir atmen noch einmal tief ein und wieder aus, bevor wir die Übung noch einmal durchführen. Wir bereiten uns vor, spannen unser Powerhouse an. Der Bauchnabel kommt weg von der Matte, der Beckenboden wird nach oben gezogen. Die Arme nach vorne, der Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Wir atmen gleichmäßig ein und aus und machen Schwimmbewegungen mit den Armen und den Beinen. Sowohl die Arme als auch die Beine werden schön weit nach vorne bzw. nach hinten gestreckt, sodass die Arme und Beine nochmal 1-2 cm weiter aus dem Gelenk herauskommen. Gleichmäßig ein- und ausatmen, das Powerhouse anspannen und wir halten noch 5 Sekunden. 4 noch, 3, 2 noch, 1 und wir lösen. Arme und Beine abstellen, kurz ausschütteln. Kurz ausschütteln alles und dann legen wir uns von der Bauchlage in die Seitlage. Den Arm, den unteren Arm strecken wir aus und legen unseren Kopf darauf. Mit der freien Hand stützen wir uns vor der Brust ab. Achtet bitte darauf, dass die beiden Hüftgelenke, dass das Becken schön gerade steht, weder nach vorne abkippt noch nach hinten abkippt, sondern schön gerade steht. Die Hand, wie gesagt, vor der Brust ablegen. Wir spannen unser Powerhouse an. Wir atmen bei dieser Übung gleichmäßig ein und aus. Bauchnabel in Richtung Wirbelsäule, den Beckenboden nach oben. Mit dem nächsten Ausatmen bewegen wir unser Bein nach oben. Der Fuß ist schön spitz. Wir atmen gleichmäßig ein und aus und machen Kreisbewegungen mit dem oberen Bein. Stellt euch vor, ihr hättet einen Pinsel an euren Fußspitzen und mit dem malt ihr kleine Kreise in die Luft. Wir atmen gleichmäßig ein und aus und ändern noch einmal die Bewegungsrichtung. Denkt an euer Powerhouse, das ist weiterhin schön angespannt. Achtet
achtet darauf, dass euer Bein nicht zu weit nach unten fällt. Wir bleiben schön weit hier oben. Beziehungsweise wer möchte und es intensiver haben möchte, kann noch mal ein Stückchen weiter nach oben gehen. Wir halten noch 3 Sekunden. Und dann legen wir das Bein wieder ab. Sehr schön. Das Bein wird vor das Bein, also das zweite Bein gelegt. Der Arm wieder vor der Brust abgestellt. Das Powerhouse hat keine Entspannung. Wir spannen es wieder an und ziehen nun das untere Bein nach oben. Leichte Auf- und Abwärtsbewegungen mit angespanntem Powerhouse. Der Atem fließt. Wir atmen flüssig ein und aus und heben und senken das untere Bein. Powerhouse schön angespannt. Der Kopf liegt ganz entspannt auf dem Oberarm. Und während wir das untere Bein auf- und abbewegen, versuchen wir es auch nochmal in die Länge zu ziehen. Dass das Bein 1-2 cm aus dem Hüftgelenk herauskommt. Gleichmäßig ein- und ausatmen, Powerhouse anspannen. Und auch hier machen wir noch 3 Wiederholungen. Bevor wir das Bein ablegen. Sehr gut. Wir schütteln beide Beine locker aus, können auch gerne über das Bein nochmal drüber streichen, bevor wir zur nächsten Übung kommen und uns dafür auf den Rücken drehen. Die nächste Übung ist eine Übung für die Bauchmuskulatur. Trotzdem wir die Bauchmuskulatur trainieren, wird das Powerhouse angespannt und wir ziehen den Bauchnabel in Richtung Wirbelsäule. Okay, wir bereiten uns vor. Legen uns auf den Rücken, der Blick ist nach oben gerichtet. Wir beginnen zunächst damit, dass wir die Beine im rechten Winkel anwinkeln. Je weiter ihr mit den Beinen hier nach vorne geht, desto anstrengender wird es für die Bauchmuskulatur. Wichtig ist mir, dass ihr, wenn ihr die Übung macht, dauerhaft mit dem Lendenwirbelbereich Kontakt zum Boden, zur Matte bzw. zum Handtuch habt. Ihr sollt nicht mit dem Lendenwirbelbereich ins Hohlkreuz kommen. Also, Lendenwirbelbereich bleibt immer schön auf der Matte. Das stellt ihr sicher, indem ihr weiter mit den Beinen in Richtung Oberkörper kommt. Dann wird es weniger anstrengend für die Bauchmuskulatur. Der Rücken ist dann aber stabil. Wir beginnen erstmal damit, dass wir die Beine ungefähr in einen 90-Grad-Winkel bringen. Powerhouse wird angespannt, Bauchnabel in Richtung Wirbelsäule, Beckenboden nach oben. Dann kommen wir auch mit unserem Oberkörper nach oben. Die Übung sieht nun so aus, dass wir Pumpbewegungen machen mit den Armen. Und dabei atmen wir gleichmäßig ein und aus. Je weiter ihr nun mit dem Oberkörper hier nach vorne kommt, beziehungsweise je weiter ihr die Beine in diese Richtung schiebt, desto anstrengender wird es für die Bauchmuskulatur. Der Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule, das heißt, der Blick ist nach oben gerichtet. Powerhouse ist angespannt und wir atmen gleichmäßig ein und aus. Denkt nochmal an euer Powerhouse. Wir machen die Übung noch für 5 Sekunden. Lösen, legen Beine und den Oberkörper ab. Wenn ihr jetzt denkt, ja, die Übungen waren mir noch ein bisschen zu wenig anstrengend, könnt ihr die Beine gerne senkrecht in die Luft strecken. Ich zeige euch das zunächst einmal. Wir kommen wieder in die Ausgangsposition, Powerhouse anspannen. Der Blick ist nach oben gerichtet. Ihr könnt gerne die Füße in diese Position bewegen, gleiche Armbewegung machen. Und je weiter ihr auch hier die Füße in Richtung Boden fallen lasst, desto anstrengender wird die Übung. Achtet aber auch bitte hierbei darauf, dass euer Lendenwirbelbereich immer schön Kontakt zum Boden hat. Wir machen die Übung noch einmal. Ihr entscheidet nun, ob ihr die Beine angewinkelt lasst oder ausgestreckt. Wir beginnen mit der Aktivierung unseres Powerhouses. Bauchnabel in Richtung Wirbelsäule, den Beckenboden nach oben ziehen. Nun bewegen wir die Beine in die gewünschte Position, kommen mit unserem Oberkörper nach oben und bewegen die Arme gleichmäßig Richtung Boden und wieder nach oben.
Gerne, wie gesagt, auch mit den ausgestreckten Füßen. Ihr atmet gleichmäßig ein und aus. Aktiviert euer Powerhouse. Der Lendenwirbelsäulebereich ist weiterhin auf dem Boden. Und wir halten noch 5 Sekunden. 3, 2, 1 und wir lösen. Sehr gut. Kurze Entspannung. Kurze Entspannung der Bauchmuskulatur. Bevor wir uns dann noch einmal der anderen Beinseite widmen. Wir legen uns wieder auf die Seite. Achten darauf, dass unsere Füße, unsere Beine schön aufeinander liegen. Becken, die beiden Beckenknochen auch senkrecht übereinander stehen. Stellt euch vor, ihr hättet so 2 Scheinwerfer, die direkt vorne an die Wand leuchten. Wir aktivieren unser Powerhouse. Bauchnabel in Richtung Wirbelsäule ziehen. Der Kopf liegt auf dem Arm, die freie Hand wird vor der Brust abgestützt. Mit dem nächsten Ausatmen bewegen wir das gestreckte Bein nach oben und malen kleine Kreise in die Luft. Der Atem fließt, wir atmen gleichmäßig ein und aus. Während ihr die Übung macht, zieht euer Bein nochmal in die Länge. Stellt euch vor, dass das Bein 1-2 cm weiter aus dem Becken hinaus gezogen wird. Wir machen kleine Kreisbewegungen mit dem Bein. Stellt euch vor, ihr hättet den Pinsel an eurem Fuß und habt einmal in eure Lieblingsfarbe getupft und malt damit kleine Kreise an die Wand. Wir ändern einmal die Bewegungsrichtung. Achtet dabei darauf, dass ihr mit dem Bein nicht zu weit nach unten sinkt. Gleichmäßig ein- und ausatmen. Der Fuß ist schön spitz. Tunkt nochmal eure Lieblingsfarbe nach. Für die letzten Kreisbewegungen. Wir machen insgesamt noch 5, 4, 3, 2, 1 noch. Und wir lassen unser Bein nach unten ab. Powerhouse schön entspannen. Wir schütteln das Bein kurz aus und legen es dann vor unseren Oberkörper. Die andere Position bleibt. Wir trainieren nun unser unten liegendes Bein. Auch hier Fußspitze anziehen, also Fuß schön spitz machen. Powerhouse anspannen, Bauchnabel in Richtung Wirbelsäule, den Beckenboden nach oben. Und mit dem nächsten Ausatmen heben wir das Bein nach oben. Und mit den weiteren fließenden Atembewegungen lassen wir es von oben nach unten sinken. Dabei nicht wieder komplett auf die Matte auflegen, das ist dann zu wenig anstrengend, beziehungsweise wenn ihr das macht, nehmt ihr die Intensität aus der Übung raus. Ist auch möglich. Ihr könnt auch jedes Mal, nachdem ihr das Bein nach oben gehoben habt, das Bein wieder ablegen. Ansonsten denkt bitte nochmal an euer Powerhouse. Nochmal nachspannen. Bauchnabel in Richtung Wirbelsäule, Beckenboden nach oben. Die Übung noch 5 Mal. Für die letzten 5 Mal ziehen wir das Bein noch mal etwas weiter aus der Hüfte heraus, spannen unser Powerhouse noch mal an und dann folgen die letzten 3, 2 und die letzte Wiederholung. Auch hier können wir unser Bein noch mal kurz ausschütteln oder ausstreichen und kommen dann ins Sitzen. Und damit ist unser Hauptteil der Pilates-Einheit erledigt. Ich bedanke mich bei euch fürs Mitmachen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und bleibt fit mit AHS at Home.